Willkommen zu einer weiteren Folge. Was geht da? Und heute machen wir wieder was ganz Besonderes. Und zwar, wir gucken heute Facebook-Kommentare an. Und ich würde sagen, wir reden jetzt nicht so lange, sondern legen direkt los. Matthias schreibt folgendes. Ich weiß, dass es gerade ziemlich gehypt wird, aber ich habe die Jubiläumskarte gezogen. Nice. Und möchte die verkaufen. Auch wenn mein Stolz und das ganze Gezittere in mir noch da ist. Ha, 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 ha. Also, mal ganz ehrlich, gucken wir uns das mal an. Was ist das denn hier? Ja, wow. Ein Drache. Ich meine, wir wissen ganz genau, dass wir hier einen viel besseren Drachen haben. Und zwar schwarzen Rosendrachen in Ghost Rare. Der geht vielleicht mehr? Wie viel geht der denn? Okay, die Seite ist down. 10.000 Drache. Ja gut, fast 1.000 Euro. Ich glaube, ich bin da mal los. Kommen wir zu dem nächsten Kandidat und zwar Felix. Felix möchte folgendes wissen. Kann ich mit Valkyren, WTF, auf ein Turnier blicken lassen? Und ich muss wirklich sagen, raus. Bei dem nächsten Kandidat handelt es sich um Toni. Toni dachte sich, ich verkaufe mal wieder ein paar Karten, beziehungsweise zeig einfach mal meine Kartensammlung. Ich meine, wofür ist das Internet da? Um einfach zu zeigen, was man hat und um vor allen Dingen halt Sachen zu verkaufen. Doch, was schreibt er denn? Hallo, Gruppe. Sehr nette Einleitung. Ich habe diese 4 Erstauflagenkarten zu verkaufen. Nice, er will was verkaufen. Der Zustand ist sehr gut. Okay. Jetzt fragt man sich natürlich, erstmal, welche Karten sind es überhaupt? Ich kann spoilern, es sind hier 2 Blue Eyes und ein Zeitzauberer und ein Red Eyes. Doch die Frage ist jetzt, Zustand sehr gut. Wie stellt ihr euch wohl sehr gut vor? So? Oder vielleicht so? Ja, er stellt sich das auf jeden Fall so vor. Alles klar, das ist auf jeden Fall Niermind. Selbst wenn die Karten was wert wären, in diesem Zustand sind sie nichts wert. Wenn wir jetzt schon gerade bei Karten verkaufen sind, gucken wir uns einfach den nächsten an, und zwar Yannick. Auch Yannick möchte gerne eine Karte verkaufen, und zwar Seelen der Magie. Und ja, was schreibt er dann? Er schreibt, jemand Interesse, 45 Euro inklusive Versand, Zustand neuwertig. Ich glaube, Yannick hat auf jeden Fall ein besseres Auge als Toni, der denkt, seine Karten wären Niermind. Aber gucken wir uns den Preis an. 45 Euro. Wie viel gehen sie denn gerade auf Kartenmarket? Geht wirklich 45 Euro? Und da habe ich einfach eine Frage an Yannick. Bist du bescheuert? Warum verkaufst du eine Karte wirklich für einen fairen Preis? Ich meine, du bist in einer Yu-Gi-Oh!-Gruppe, da musst du noch versuchen, irgendwie Plus zu machen. Natürlich darf bei einer Folge auch nicht ein Deck fehlen, deswegen gucken wir uns einfach mal folgende Frage an. Hat jemand eine gute Deckliste nur mit Sacred Beast? Deck. Glaubt, das Deck ist zu viel hier. Ja, aber das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage und ich frage mich, kann man Sacred Beast überhaupt gut spielen? Ich frage einfach mal Hobbyliga. Raus. Oder Soul Collection. Raus. Ja gut, ich glaube, da geht nichts mehr. Das war's auch schon mit dem Video. Wir haben heute eins auf jeden Fall gelernt. Guck auf den Zustand der Karte und falls ihr einen Kommentar in irgendeiner Facebook-Gruppe findet, schickt mir einfach mal den Link bei Discord. Free Content. Und vielleicht schafft der Post es ja nächstes Mal in die Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao! Das ist cool. Ja.